Willkommen zurück zu Mario und Luigi Dream Team Bros. Wir müssen Muskelone finden. Also ein Reiseführer von uns. Denn der ist verschwunden. Wenn ihr eine seltene Frucht findet, ja. Ja, hallo, was ist denn das? Das ist das eine Frucht von dieser Insel? Das muss ich probieren. Bitte darf ich diese seltene Frucht haben? Aber sicher. Du gibst die seltene Frucht ab. Juhu, danke. Das ist so super. Dann tauschen wir. Bitte nehmt das hier. Du hältst das Yoshi-Ei. Ich bin sicher, ihr habt sowas schon öfters gesehen. Aber jemand in der Nähe der Ausflugsagentur wollte auch so eins. Ja, denn wir haben ein Liebespaar im letzten Park getroffen. Ja, und wir müssen halt irgendein Geschenk finden. Und im letzten Part haben wir sogar Kylie Cooper aus zusammen durch die Zeit auch getroffen. Mario, Luigi, wie geht es euch? Auf dieser Insel gibt es wirklich eine Menge Yoshis. Da hast du recht. Ich muss euch unbedingt etwas verraten. Ich wollte schon immer mal so ein echtes Yoshi-Ei sehen. Warte mal, Mario. Du hast doch ein Yoshi-Ei. Unglaublich, darf ich es mir mal ansehen? Na klar. Wirklich, ich darf es haben. Danke, vielen, vielen Dank. Meine Güte, diese Punktmuster ist so unglaublich hübsch. Und es passt perfekt zu dem Muster auf meinen Kopf. Wir sind wie füreinander gemacht. Hier, es ist zwar nicht viel, aber ich hoffe, es gefällt dir. Du hältst das Prinzessin Peach Porträt. Ich habe nur ein Foto gemacht, seit wir auf der Insel angekommen sind. Zu wissen, dass es die Prinzessin meines Landes so beliebt ist, macht mich als Mitglied des Hofstaats ehrlich stolz. Könnte bitte schon ein Prinzessin Peach Porträt haben. Da stehst du abseits. Ich habe gehört, dass Prinzessin Peach hier auf Laudomita ist. Leider kann ich sie nicht treffen, weil ich hier die Ruinen erforschen muss. Das macht mich so fertig. Schließlich gibt es auf dieser Insel keinen größeren Prinzessin Peach-Fan als mich. Ach, glücklicherweise haben wir das Porträt. Das ist doch unmöglich. Ist das wirklich ein Prinzessin Peach-Porträt? Bitte lasst es mich ansehen. Du gibst das dem Blogbetreuer das Prinzessin Peach-Porträt. Was? Ich kann es wirklich haben? Im Ernst? Dankeschön. Ich meine, es ist zwar nur ein Foto, aber was für ein Foto. Bitteschön, nimm das hier als Zeichen meiner Dankbarkeit. Du erhältst das Ruinenbuch. Das hier ist ein ultra seltener Reiseführer, kriegen normalerweise nur Forscher. Komisch, im Laden war so ein Spinner, der das Buch unbedingt haben wollte. Aber es ist nur einmal unverkäuflich. Du könntest es ihm natürlich zeigen und ihn damit beeindrucken. Ja, würde ich machen. Ich glaube, ich weiß sogar auch schon wo. Mit denen habe ich auch im letzten Part sogar, glaube ich, gesprochen. Wie auch immer ich den Block übersehen konnte. Ich glaube, das war ein Ausrüstungsladen. Dieses Buch da, kann das etwa, ist das wirklich das Ruinenbuch? Das muss ich haben, bitte, darf ich? Ja.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ihr mich macht. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Es ist zwar nicht viel, aber ich muss es euch ja etwas geben, zum Dank geben. Ein Königin-Marmella-Porträt? Ach du Scheiße. Was meint ihr? Sie ist toll. Sie sieht toll aus, oder? Dieses offene, breite Lächeln. Der dicke, feste Haarschopf. Weißt du, Bohnlinge verehren König Marmella ganz einfach. Erst neulich habe ich im Hotel einen völlig heimwehkranken Bohnling getroffen. Ich wette, dieses Foto könnte ihm den Tag versüßen. Ja. Hoffentlich. Ich glaube, hier war das. Nee, doch nicht. Der war unter einer Treppe. Ja, genau der ist das. Was hast du denn da? Ist das etwa... Nein, das ist doch ein Königin Marmella-Porträt. Juhu, die Königin Marmella. Ich bin so glücklich. Vielen, vielen Dank. Ich wünschte, ich könnte euch etwas im Dank geben. Aber ich habe nichts bei mir. Oh. Doch, hier ist ja noch was. Etwas. Bitteschön. Du hältst die verlorene Kamera. Ist nichts Besonderes. Hab's irgendwo irgendwie gesehen und mitgenommen. Ich wette, der Besitzer sucht ziemlich verzweifelt nach der Kamera. Und wenn ich etwas suche, dann begebe ich mich zu einem hohen Punkt, zum Beispiel ein Dach. Klar, von einem erhöhten Standpunkt kann man auch als viel besser im Auge behalten, oder? Ja. Ah, der Dude ist das. Meine Kamera, wo mag sie jetzt nur sein? Wenn ihr sie findet, sagt mir bitte Bescheid, ja? Wahnsinn, das ist doch meine Kamera. Gib sie mir bitte wieder. Meine liebe schöne Kamera, ihr seid die besten Jungs. Ich muss euch zum Dank etwas schenken, aber ich glaube, ich habe gar nichts bei mir. Oh, warte mal. Ich habe was beobachtet, als ich meine Kamera gesucht habe. Ihr wisst doch, am Eingang der Stadt gibt es diese beiden Brunnen. Wo die beiden Kinder da rum... Ja. An der hellen Stelle im Gras zwischen dem linken Brunnen und dem Sonnenschirm. Ich habe gesehen, wie ein Vogel da etwas vergraben hat. Ist noch nicht lange her. Keine Ahnung, ob es irgendwas Nützliches ist. Könnte auch ein ganz normaler Samen sein. Aber egal, was es ist, ihr könnt es ja auf jeden Fall einmal ansehen. Wenn ihr wollt, geht einfach danach suchen. Du hältst den Kissoring. Er sieht echt antik aus. Vielleicht wird dieser Ring ja für das Liebespaar was. Kann ja sein. Oho, ist das etwa... Oh wow, das ist doch ein unglaublich wertvoller Kissoring. Ihr Jungs seht nicht nur toll aus, ihr seid auch toll. Gnihihi wird ausflippen, wenn sie diesen Ring sieht.
Also gut, ich bringe es hinter mich. Ich halte jetzt um ihre Hand an. Gnihihi. Hey, Gnohoho. Was ist... Ach, die Namen sind so behindert. Was ist denn auf einmal los? Ich, bitte, hier für dich. Was für mich? Danke, er ist wunderschön. Und ich, wirst du, los, sag schon. Wirst du, wollen wir, wie. Was ist denn los mit dir? Willst du meine Frau werden? Sag ja. Ich, das war so romantisch. Und was ist für einen wunderbaren Ring, du für mich besorgt hast? Meine Antwort ist natürlich nein. Ich Spaß. Ja. Hurra. Verdanke ich nur euch beiden. Na gut, jetzt muss ich wohl meinen Teil der Abmachung erfüllen. Versprochen ist versprochen. Du bist ein One-Up-Pilz. Du bist eine Herzbohne Plus. Du hältst die Siegerhose. Du hältst einen Schlapphammer. Ihr habt fantastische Arbeit geleistet. Ihr seid echte Genies der Geschenkebeschaffung. Also wenn das mal kein Heiratsantrag war, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja. Am Ende sieht eben halt die Liebe. Gut, dann geht's wieder zurück zum wichtigen Thema. Und zwar muss Gelohne finden. Das ist sein Bruder Muschellini. Ich glaube, er ist hier irgendwo. Man kommt da nicht ran. Naja, dann gehe ich erstmal hier lang. Hey Yoshi, es gibt sogar einen Trick, den ich zeigen könnte. Ich kann echt schnell essen, schaffe so locker 20 Früchte in 30 Sekunden. Ist ja klar, dass ich dann auch ziemlich satt bin. Dann war sie mal Yoshi satt. So ernsthaft. Es ist einfach toll, die vielen Tricks der Leute zu sehen. Wenn ihr irgendwelche Tricks kennt, los, rauf auf die Bühne. Oh, neue Kandidaten. Voll Elan und mit gut gepflegten Bärten. Wollt ihr wissen, was hier abgeht? Unbedingt. Nur hier bei uns läuft die tolle Trick... Was? Trickathlon. Oh ja, trickreich. Ihr habt Tricks drauf? Dann zeigt sie hier und holt echt tolle Preise. Toll. Total verrückt. Was? Ihr habt gar keine Tricks drauf? Ist nicht euer Ernst. Meint ihr etwa, ich hätte eure gut gepflegten Bärte nicht bemerkt? Dazu die Overalls im Partner-Look und der Rest der Outfits in Rot und Grün farblich aufeinander abgestimmt. Da sieht wirklich jeder gleich. Ihr beiden sind doch Clowns. Was nicht? Ich wieder und mein loses Mundwerk, aber ihr beiden seht wirklich aus wie ein Sketch für zwei Personen. Vielleicht kennt ihr beiden ein paar Zwei-Personen-Tricks oder so. Ihr könnt nur paar attacken. Hey, hey, was ist denn das? Damit könnt ihr im Paar arbeiten und Gegner weich klopfen. Unglaublich toll, stark, faszinierend. Jungs, genau das ist doch, was die Leute sehen wollen, versteht ihr?
Ihr müsst es ja jetzt nicht direkt machen. Kommt einfach vorbei, wenn ihr in der Stimmung für Tricks seid. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Quatscht mich einfach an. Ja, super. Ja, macht schon. Ja, irgendwann werden wir es bestimmt mal ausprobieren, aber jetzt noch nicht. Gibt es hier sogar ein Pillman auch Gegner? Ach du Scheiße. Ja. Alle gehen allein 50 Punkte schauen. Verstehe ich jetzt nicht. Dieser Ohren-Effekt war jetzt komisch. Oh, wieso kriege ich jetzt den Stein nicht kaputt? Wollte schon sagen, ey. Ich frage mich, wie der Kiste so nah am Wasser kam. Was ist das für ein Gegner? Ninja Turtles 2.0 oder was? Wie heißen die? Was? Kokosai. Kokosei. Die hauen einfach ab, was für Feiglinge. Ja, richtig. Alle 8 Level kriegt man einen neuen Rang. Gut. Feuerblumenrang. Gut, was gebe ich jetzt diesmal, Luigi? Ich gebe, glaube ich, Luigi Stahlkörper. Reduziert durch Gegner erlittenen Schaden um 25%.
Oh. Er ist der Altraum später. Zug Ende. Was? Als ob, ey. Als ob ich nur den Pfeil getroffen habe. Oder Bogen. Oder Speer, was auch immer es sein soll. Ich glaube, das ist ein Speer. Scheiße. Ich muss jetzt ran, ich glaube hier. Gut reagiert. Los, Mario, Traumkugel. Schockierend zu Stein verwandelt und das an so einem so gefährlichen Ort. Das war echt gefährlich. Ich hätte ins Meer fallen können. Das stimmt allerdings. Ihr zwei wart es, die mich gerettet haben, oder? Vielen Dank, das habt ihr echt toll gemacht. Ja. Gut, hoffentlich finden wir dann im nächsten Part Muskelone. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da, falls euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal und teilt das Video mit euren Freunden, Verwandten oder wen auch immer. Und dann bis zum nächsten Part von Mario und Luigi Dream Team Bros. Ja, schau, Freunde.